alle Bastelzeit. Heute haben wir mal wieder was Kurzes und zwar einen Blick auf Sensoren. Ja, und zwar, genauer gesagt, Wettersensoren. Wenn ich Wettersensoren sage, dann ist bei mir fast immer hier sowas gemeint. Die haben wir schon häufiger gesehen, die DS18B20. Das sind One-Wire-Temperatursensoren. Plus minus 0,5 Grad, glaube ich, an Genauigkeit und 0,1 Grad kann man die Auflösung sehen. Die habe ich schon sehr lange im Einsatz. Ich glaube, die ersten Sensoren, die müssten jetzt auf jeden Fall die 10 Jahre schon hinter sich haben und bisher noch nicht wirklich Probleme damit. Ein, zwei sind mal ausgefallen, aber die sind dann auch halt irgendwie mit Wasser in Berührung gekommen und naja, das ist für Elektronik nicht gut. Ansonsten, super Sache. Allerdings haben die einen kleinen Nachteil. Naja, es ist halt wirklich nur Temperatur. Ich bin dann irgendwann umgestiegen auf sowas hier. Das ist der DAT11, DAT22 oder der AM2302. Das sind Temperatursensoren auch. Allerdings können die gleichzeitig auch die Luftfeuchte messen. Prinzipiell schöne Dinger, lassen sich auch recht einfach ansteuern. Allerdings, die Genauigkeit ist jetzt nicht so berauschend und was ich auch schon häufiger gehört habe, die haben wohl Probleme mit der Stabilität. Wenn man die länger laufen lässt, dann gibt es wohl Probleme mit der Luftfeuchte. Das heißt also, ja, gerade wenn man sie in extremen Bereichen hat, also zum Beispiel draußen, dann ist die Luftfeuchte relativ schnell der Sensor kaputt und liefert nur noch Blödsinnswerte. Es gibt da jetzt ein paar neuere Module und eins davon habe ich dann mir mal hier besorgt. Das sieht jetzt schon mal deutlich kleiner aus, wie wir sehen können. Das hier ist wie gesagt ein komplettes Modul. Der Chip ist nur so ein ganz Miniaturteil da drauf. Das ist der BME 280 und ja, auch das ist ein Temperatursensor. Auch das ist ein Feuchtesensor und das hier ist auch noch ein Luftdrucksensor. Luftdruck war bisher bei mir eher so analog, das heißt, ich hatte irgendwie so eine Luftdruckkapsel und dann Op-Amps dahinter. Alles nicht sonderlich genau. Und naja, der hier behauptet, der kann das alles digital. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das Ding an. Ein bisschen vorsichtig damit sein, wie gesagt, die Sensoren, die sind teilweise doch etwas empfindlich, aber gucken wir uns mal an. Wenn wir auf die erste Seite gucken, da haben wir hier diese Kanne, das ist der eigentliche Sensor. Da drin findet die ganze Magie statt, viel mehr ist das nicht. Was wir auch sehen, sind Beschriftungen hier schon mal für unsere Pins. VIN, Ground, SCL, SDA und SCL, SDA dürfte relativ klar sein. Wir haben hier eine I2C-Verbindung. Das stimmt nicht ganz, denn man kann den Chip, wenn man möchte, auch mit SPI ansprechen. Ist ein bisschen schneller, aber ich denke, wir werden hier bei I2C bleiben. Ist einfacher. Wenn wir das Ganze dann einmal rumdrehen auf die andere Seite, da sehen wir jede Menge Support-Zeugs, nenne ich mal. Denn der IC, der braucht, glaube ich, 3,3 Volt oder tiefer 3,3 Volt. Arduino meistens 5 Volt. Dafür ist hier hinten der ganze Krempel. Wir haben hier einen kleinen 3,3 Volt Regler. Wir haben hier einen Transistor, der das Level-Shifting macht und ein paar Pull-Up-Widerstände, Kondensatoren, um das Ganze stabil zu bekommen. Das heißt, hier die Rückseite kümmert sich darum, dass wir den eigentlichen Sensor ohne Probleme nutzen können, trotz unserer 5 Volt oder 3,3 Volt, egal was wir anschließen. Auch mit dem Paket ist natürlich noch die obligatorische Stiftleiste. Wer das haben möchte, kann natürlich auch die anlöten. So, wie schon gesagt, 3,3 Volt, 5 Volt geht beides hier mit dem Modul. Ich denke, ich werde wieder mit einem ESP8266 arbeiten. Der bietet sich hier natürlich an, da er direkt per WLAN die Messwerte weiterschicken kann an irgendwelche Systeme. Und ja, ich würde mal sagen, ich löte mal hier das drauf, suche mir den ESP8266 und dann gucken wir, wie wir das Ganze hier programmtechnisch ansteuern. Also, nehmen wir uns mal das, nehmen uns entsprechend hier so ein ESP8266 Modul, in dem Fall so ein BIMOS Nachbau Gedönses und ich würde sagen, das Ganze verkabeln wir dann erstmal. Wir nehmen erstmal hier entsprechend die ganzen Ein- und Ausgänge und wir fangen an mit dem obersten hier, das ist VIN, der ist auf weiß. Das klemmen wir hier auf 3,3 Volt, können wir einen suchen, das wäre der hier. Dann der nächste ist Ground, das ist der graue, der kommt auch hier auf Ground. Das nächste sind dann die beiden Datenleitungen, SCL und SDA. Der ESP8266, der kann dafür prinzipiell jeden GPIO benutzen. Allerdings gibt es in der Library eine Standarddefinition, und zwar die Pins 4 und 5.
Da müssen wir jetzt allerdings ein bisschen aufpassen, denn Pin 4 und 5 bezieht sich auf die Pin-Nummern vom Chip, nicht vom Modul. Deswegen müssen wir einmal kurz rüber gucken auf so ein NodeMCU Pin-Mapping beispielsweise. Und da sehen wir Pin 4 und Pin 5, die sind auf D1 und D2. SDA ist dabei Pin 4, also D2. Gerade mal gucken, das ist der blaue, der kommt auf D2. Und dann bleibt noch SCL auf D1 bzw. GPIO 5. So, das müsste soweit mit der Verkabelung sein. Sieht alles gut aus, sollte alles passen. Dann können wir direkt zur Software gehen. Auf der PC-Seite geht es wie immer erstmal darum, die passenden Libraries zu finden. Dafür gehen wir auf Sketch, Bibliotheken einbinden und dann Bibliotheken verwalten. Wenn wir im Suchfeld dann den BME280 eingeben, dann sehen wir hier schon die Adafruit BME280 Library. Die erstmal installieren, wenn ihr das noch nicht habt. Wo man ein bisschen aufpassen muss, die läuft nicht von selbst, sondern wir brauchen noch die Adafruit Unified Sensor Library. Die müsste sich auch hier irgendwo finden. Genau, da ist die Adafruit Unified Sensor. Die muss ebenfalls installiert sein, sonst läuft das Ganze nicht. Ich habe die beide jetzt schon einmal angeklickt und installiert. Sehen auch hier Installed, das heißt, ich kann direkt weitermachen. Und jetzt müssten wir direkt unter Datei Examples oder in der deutschen Variante Beispiele hier unten die Adafruit BME280 Library finden. Wir gehen einfach mal auf den BME280 Test, machen das groß. Und hier ist im Prinzip schon alles beschrieben. Das Ganze hat eine I2C-Adresse von 0x76 oder 0x77. Die ist einstellbar. Und zwar, wenn wir auf dem Board hier gucken, da haben wir da direkt neben dem Sensor diese Lötpads. Und die linken beiden sind standardmäßig verbunden. Das ist die Standardadresse. Wenn wir wollen, können wir das durchschneiden, die anderen beiden mit einem Lötblob verbinden. Dann hätten wir die zweite Adresse und so können wir dann zwei von hier den Sensoren an einen I2C-Bus anschließen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das schon passen wird mit der Standardadresse. Wir können hier runtergehen, hier ist irgendwie BME... STK und so definiert. Das können wir im Prinzip alles rauslöschen, weil wir das nicht benutzen. Wir nutzen kein SPI, sondern I2C. Auch hier drin haben wir noch ein Sea-Level Pressure HPA. Das lasse ich jetzt auch mal so. Das ist der Luftdruck auf Seehöhe, auf Meereshöhe. Der sollte eigentlich hier so erstmal passen. Ich glaube, das wird nur relevant, wenn man versucht, über den Luftdrucksensor die Höhe von dem zu bestimmen. So, gehen wir nochmal gerade durch. Was macht der Code so? Im Setup machen wir erstmal die serielle Schnittstelle fertig. Machen uns einen Boolwert-Status. Damit prüfen wir, ob der Sensor funktioniert hat. Wenn wir standardmäßig Begin machen, dann macht er das über die Standard-Pins, also den, was wir eben angeschlossen hatten. Wenn der Sensor nicht reagiert bei diesem Initialisieren, dann kriegen wir hier eine Fehlermeldung. Could not find a valid BME-Sensor. Check Wiring. Wenn das kommt, dann müssen wir nochmal gucken, dann stimmt irgendwas mit der Verkabelung nicht oder der Sensor hat ein Problem. Dann geht es hier in Default Test und in der Loop macht er Print Values und Delay Time, wobei Print Values heißt, er gibt uns die Temperatur aus in Grad Celsius, er gibt uns den Luftdruck aus in Hektopascal müsste das sein, er gibt uns hier die Höhe über dem Meeresspiegel in Metern an. Das ist wie gesagt abgeleitet von dieser Variable hier, diesen Sea Level Pressure. Und last but not least kriegen wir unten die Luftfeuchte in Prozent. Oh, klingt doch alles schon mal ganz gut. Dann würde ich sagen, lade mir das erstmal hoch. Gucken, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Haben wir den richtigen Adapter? Jo, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir direkt hier mal einen Upload. Okay, also egal was ich tue, er sagt mir hier, er kann den Sensor nicht finden. Da kommt mir jetzt nur eins in den Sinn, nämlich dass die Adresse nicht stimmt. Von diesem Modul, dass das die andere Adresse benutzt. Also gucken wir mal, wie wir das umstellen können. Dazu gehen wir dann hier in und sagen bei dem BME-Begin 0x76, das ist die andere Adresse. Mit etwas Glück kriegen wir das jetzt hochgeladen. Und das sieht doch gut aus. Yay! Wir haben jetzt Werte. Also es war tatsächlich die Adresse, die hier nicht gestimmt hat. Und wenn wir gucken, wir haben jetzt 25,1211 Grad Celsius. Wir haben einen Luftdruck von 1008,63 Hektopascal. Er meint, wir hätten eine Höhe von 38,6 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist jetzt nur mäßig korrekt. Das hier müssten irgendwie 100 noch was Meter sein, wenn ich mich richtig entsinne.
Und wir haben eine Luftfeuchte von 36,9, 36,8, 37. Und das können wir jetzt mal ganz schnell ändern, indem ich hier einfach mal nebenan das Fenster aufreiße. Und da hätte ich dann jetzt doch ein bisschen mehr Änderung erwartet, aber anscheinend hatte ich eben lange genug gelüftet, dass nicht allzu viel Änderung ist. Machen wir das Fenster zu, der Nachbar hört gerade laut Musik und machen stattdessen den guten alten Blasttest. Also, ja, da ist deutlich zu sehen, wenn ich das Ding in die Nähe bringe von meinem Mund, dann geht entsprechend die Humidity, also die Luftfeuchte, hoch. Wer hätte es erwartet? Die Werte müssten aber soweit auch stimmen. Haben wir irgendwie eine Wetterstation in der Nähe? Ich guck mal gerade, ob ich eine finde. Und das sieht alles ein bisschen dünn aus. Die ganzen Wetterstationen haben offenbar dicht gemacht, die ich so kannte. Oder stellen ihre Werte nicht mehr öffentlich zur Verfügung. Ich habe jetzt mal so bei den üblichen Wetterseiten geguckt. Da sind wir überall so bei 10,20 statt 10,8. Ja, gute Frage. Ob jetzt der Sensor draußen ist oder es einfach daran liegt, dass die Vorhersagen nur aus dem Modell stammen, kann ich so nicht sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben Messwerte und ich würde sagen, die sind zwar schön so hier per USB auf der seriellen Schnittstelle, aber das wollen wir ja noch richtig. Also probieren wir da noch ein bisschen was rum zu programmieren. Namentlich hätte ich gerne eine HTTP-Verbindung, eine MQTT-Verbindung und eventuell, wenn Platz ist, auch noch einen lokalen Webserver. Mal gucken, ob ich das zusammengeklöppelt bekomme. Und dann gehen wir mal ganz kurz drüber über den Code, den ich mir jetzt zusammen kopiert habe. Ich werde jetzt nicht zu tief reingehen, aber zumindest grob, dass man sieht, was los ist. Der obere Bereich ist wieder identisch mit den Adafruit Sensor Libraries. Dann Webserver, HTTP Client, MDNS, Wi-Fi Update, OTA und der PubSub Client. Den hatten wir ja schon. Und auf dem Code vom letzten Mal, da basiert dann auch hier dieses Skript. Das heißt, hier oben tragen wir erstmal unsere Wi-Fi-Konfiguration ein, also die SSID, der Name vom WLAN und das Passwort. Darunter die MQTT-Daten von eurem MQTT-Server, wenn ihr das Ganze benutzt. Wenn ihr kein MQTT wollt, kann man hier die Zeile auskommentieren mit zwei Schräge am Anfang. Dann sollte das auch ohne weiterlaufen. Das Ganze ist MQTT mit TLS, das heißt, hier kommt noch der Fingerprint rein, wie beim letzten Mal auch. Und alternativ kann man auch Volkszähler benutzen, da hier die URL zum Middleware PHP/data von eurer Installation. Und in Volkszähler legt man drei neue UUIDs an, eine für Temperatur, eine für Luftfeuchte, eine für Luftdruck. Die entsprechenden UUIDs werden ja eingetragen, dann passt auch das. Und auch hier gilt, wer Volkszähler nicht nutzt, die Zeile auskommentieren, dann passt das. Die letzte wichtige Einstellung ist das hier. Das heißt, in dem Fall alle 60 Sekunden wird eine Messung durchgeführt und an die ganzen Sachen übermittelt. Die ganzen Sachen heißt zum einen MQTT, zum anderen Volkszähler, aber auch auf der seriellen Schnittstelle. Und es gibt eine Webseite, einen Webserver auf Port 80, über den kann man die Werte auch abrufen. Vom Code her läuft alles über SendStats Boot und SendStats Interval. Das hier wird einmal beim Boot aufgerufen. Der jagt per MQTT so ein paar Hardware-Daten raus, wie wir das auch schon mal hatten. Das heißt also Hardware-Version, der Intervall in Sekunden, wo Messwerte erwartet werden können. Die MAC-Adresse vom Modul. Regelmäßig, also in dem Fall hier alle 60 Sekunden, wird per MQTT, wenn benutzt, die IP, Uptime und Signalstärke vom WLAN rausgeschickt. Dann wird die Messung ausgeführt mit dem entsprechenden BME-Sensor hier und das Ganze dann seriell ausgegeben, per MQTT ausgegeben und wenn genutzt wird, werden hier per SendVZ die entsprechenden HTTP-Requests an den Volkszähler gestellt, sodass der das auch aufzeichnen kann. Was ihr eventuell gesehen habt, hier die Variablen, die sind global und da gibt es noch ein Last Time, das hat mit der Webseite zu tun. Wenn man die nämlich aufruft, suchen wir die mal gerade irgendwo. Nehmen wir das hier, Handle Root. Da kriegt man dann entsprechend Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck. Allerdings auch das Age, da wir ja nur alle 60 Sekunden in jedem Fall messen, kann man auf der Webseite sehen, wann war denn überhaupt die letzte Messung, weil die ist hier nicht live. Könnte man theoretisch auch machen, aber ich habe es hier so gemacht. Ansonsten gibt es so die üblichen Sachen, die ich bei meinen MQTT-Skripten soweit drin hatte. Das heißt, man kann hier Ping-Pong spielen, wenn man möchte. Man kann Reset machen, man kann OTA aufrufen, also ein Online-Update. Sonst haben wir da auf MQTT-Seite nichts. Auf Webseite gibt es neben der Root, die die Messwerte anzeigt, noch ein schräger OTA. Das geht ebenfalls hin und startet diesen OTA-Modus, wenn man da Fernupdates übers WLAN machen möchte. Ich habe das Ganze hier natürlich schon mal installiert, da können wir dann direkt mal drauf gehen.
Und so sieht die Webseite dann aus. Wir haben entsprechend momentan 19,85 Grad Celsius bei 36,85% Luftfeuchte und 1008,42 Hektopascal. Und das Ganze wurde vor 37 Sekunden zuletzt gemessen. Das kann man mit Sicherheit noch schöner machen. Vielleicht irgendwie auch von einem CDN so ein bisschen JavaScript-Design-Gedönse mit Diagrammen oder so. Aber für mich ist hier das erstmal ausreichend. Die Webseite sehe ich eher als Debug-Option, die ich hier drin habe. Die Hauptsachen sind natürlich MQTT und der Volkszähler. Und das kann man dann hier schön sehen. Ich bin jetzt hier gerade auch auf MQTT-Ebene und auch da purzeln die Werte entsprechend rein. Das ist alles über Arduino-Strings geregelt, deswegen zwei Nachkommastellen. Ob es jetzt so genau ist, glaube ich eher nicht. Aber ich denke mal, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Die kann man dann in die entsprechenden Systeme dahinter, wie zum Beispiel Home Assistant als Hausautomation oder irgendwelchen anderen MQTT-Clients benutzen. Und Volkszähler hatten wir auch. Gucken wir da mal rüber. Und da sehen wir auch hier die entsprechenden Werte. Wir sehen die Temperatur hier ein bisschen hoch runter, wie halt so der Tagesverlauf war. Die Luftfeuchte ist über den Tag halt gesunken, entsprechend mit der Temperatur, als es hochgeht. Und der Luftdruck, eventuell kann man es erkennen, so ein bisschen sinkt er. Wir haben angefangen hier vorne bei 1009 und sind jetzt hier hinten bei 1008, wobei ich mich gerade wundere, wieso hier keine Kommastellen dabei sind, aber anscheinend ist das hier im Volkszähler nicht vorgesehen, denn ich selber übermittel sie ja, also ist wahrscheinlich nur was mit der Anzeige, aber hier oben sieht man auch so ein bisschen, das geht auf jeden Fall runter. Ist jetzt optisch natürlich nicht so viel zu sehen, ich bin jetzt noch nicht so lange am Aufzeichnen, also gerade mal einen Tag, also hier irgendwo, da habe ich angefangen aufzuzeichnen und ja, das ist natürlich noch nicht so aussagekräftig beim Luftdruck, da der sich immer nur sehr langsam ändert. Also, wie üblich bei hier den Modulen, wenn es das in der Form gibt, ist das nicht allzu viel Aufwand. In dem Fall, wow, vier Kabel stecken. Ich glaube, das ist hinzubekommen. Und dafür kriegen wir eine Menge. Wir kriegen Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und das alles fertig digital, ohne irgendwie was kalibrieren zu müssen oder noch groß was drumherum bauen zu müssen. In dem Fall hier würde sogar reichen, Software drauf, irgendwie USB-Netzteil dran in die Ecke legen. Und man hat einen fertigen Sensor-Node. Ich werde jetzt mal schauen, wie sich das Ganze auf Dauer schlägt. Wie gesagt, mit den anderen Sensoren hier, da gab es teilweise doch so ein paar Stabilitätsprobleme, dass die schnell den Geist aufgegeben haben oder blödsinnige Werte geliefert haben. Ich hoffe, der hier geht besser. Habt ein paar davon, werde mal einen raushängen, einen reinhängen und dann gucken, was da so passiert. Wenn ihr mehr machen wollt damit, guckt mal unten in die Beschreibung oder oben in der Ecke. Da ist ein Kanal von Chris Figge. Der hat in zwei Teilen auch gezeigt, wie er das zusammengebaut hat. Allerdings mit Akku hinten dran oder Batterie hinten dran, mit einem 3D-gedrucktem Gehäuse. Und ja, das ist natürlich alles ein bisschen schöner gemacht. Aber nee, mir geht es nicht um schön, mir geht es um Messwerte. Und ich glaube, die kriege ich hier mit, denn er blinkt hier die ganze Zeit so ein bisschen langsam vor sich hin, alle 60 Sekunden. Und das ist ja auch das, was ich programmiert habe. Also tut's offensichtlich, was es soll.